Uhren und Wasser, das ist immer ein ganz besonderes Thema. Es ist wichtig, dass Uhren, bevor sie mit Wasser in Berührung kommen, auf Wasserdichtigkeit geprüft werden. Das bieten wir hier als Test bei Uhren Schmiemann in der Meisterwerkstatt an. Ich würde gerne mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren, damit man mal sieht, wie ein solcher Test abläuft. Um eine Wasserdichtigkeit zu testen, haben wir hier folgendes Gerät stehen, das ich jetzt gleich nochmal erkläre. Wir haben eine verschließbare Glocke, wir haben hier vorne ein Bedienelement und wir haben hier einen Messfühler. Ich werde jetzt diese Uhr mal in das Gerät einspannen und den Messfühler auf die Glasoberfläche herablassen. Jetzt weiß das Gerät, wie dick die Uhr ist. Das bedeutet nicht in irgendeiner Weise in Millimetern, sondern es wird einfach nur gemessen, wie dick ist diese Uhr. Und jetzt findet gleich ein Test statt, beziehungsweise finden eigentlich zwei Tests statt, nämlich einen Unterdruck- und einen Überdrucktest. Denn das Interessante ist, wir prüfen zwar die Wasserdichtigkeit, aber die Wasserdichtigkeit wird anhand der Gasdichtigkeit geprüft. Das heißt, wir erfahren, wie gasdicht die Uhr ist und können daraus Rückschlüsse auf die Wasserdichtigkeit schließen. Es finden jetzt gleich eben zwei Tests statt. Ich werde gleich diesen Deckel schließen hier, diese Glocke. Und dann wird zunächst einmal aus dem Raum die Luft abgesaugt. Wenn die Uhr komplett undicht wäre, dann würde sich an der Uhr überhaupt nichts verändern, weil der Druck, der normale Umgebungsdruck, der ja jetzt in der Uhr herrscht, würde dann sofort in das Vakuum dieser Glocke entweichen und die Uhr würde sich kein Stückchen bewegen, verformen oder ähnliches. Wenn die Uhr aber dicht ist, dann entsteht ja jetzt ein relativer Überdruck in der Uhr, weil außen drumherum der Druck fehlt. Das heißt, die dichte Uhr wird dann sich ausdehnen. Wir reden hier über einen minimalen Bereich, also über Tausendstel von Millimetern, aber das Gerät kann das eben messen. So, wenn dann die Uhr in diesem Vakuum ist, wird langsam durch die nicht gasdichten Dichtungen, weil die Uhr muss ja nicht gasdicht sein, der Druck aus der Uhr in die Umgebung entweichen. Dadurch findet eine Rückverformung statt. Und diese Rückverformung wird gemessen und darf in einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dann weiß man, die Uhr ist dicht. Kurz darauf findet ein zweiter Test statt. Der geht dann in die umgekehrte Richtung. Das heißt, es wird ein großer Druck auf diese Uhr ausgeübt. In dem Fall testen wir die Uhr jetzt auf 100 Meter Wasserdichte, was 10 Bar entspricht. Das heißt, die Uhr wird von dem dann hohen Umgebungsdruck zusammengedrückt. Das Gerät misst wieder diese Verformung und dann läuft quasi ein Timer ab und dann wird aus dem hohen Umgebungsdruck Luft in die Uhr hinein entweichen durch die nicht ganz dichten Dichtungen und wird zu einer Rückverformung führen. Das heißt, die vorher plattgedrückte Uhr geht wieder etwas auseinander. Dieser Wert darf auch in einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten Wert nicht überschreiten und dann weiß man, die Uhr ist sowohl im negativen als auch im positiven Sinne wasserdicht. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich schließe also jetzt hier den Deckel. Ich sehe, dass der Druck, den ich auf die Glasscheibe ausgeübt habe, im richtigen Normbereich ist. Deswegen ist jetzt hier ein grüner Balken. Und ich dichte das Ganze jetzt, probiere jetzt das Ganze auf eine Dichtigkeit von 10 Bar. Das kann man hier unten lesen. Und sofort erscheint auf der Anzeige die erste und die zweite Testreihe. Die erste Testreihe findet statt bei einem Druck von minus 7 Bar. Das heißt, wir haben jetzt ein Vakuum von 0,7 Bar. Und wir sehen, dass die Verformung stattgefunden hat. Die Uhr ist also jetzt etwas dicker geworden, und zwar um 2,5 μ. Das bedeutet, ein Millimeter durch 1000 geteilt und das mal 2,5. Also eine winzige Kleinigkeit. Jetzt läuft der Test und wir sehen, es findet keine Rückverformung statt. Hier sehen wir Rückverformung. Das bedeutet, diese Uhr ist so dicht, dass dieser Druckunterschied von 0,7 Bar ihr überhaupt nichts ausgemacht hat. Jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt geht es um 10 Bar und wir sehen, dass wir eine deutlich höhere Verformung haben.
Wir hatten eben 2,5 μ, jetzt haben wir 44,8 μ. Die Uhr ist also ziemlich mächtig zusammengedrückt worden. Zwar immer noch eine Kleinigkeit, das sind 45 Tausendstel Millimeter, aber immerhin. Und jetzt läuft der Test und wir sehen, es findet eine Rückverformung statt. Das bedeutet, der hohe Druck, der die Uhr umgibt, sorgt dafür, dass jetzt Luft durch die Dichtungen in die Uhr gedrückt wird. Dadurch wird die Uhr sich wieder etwas entspannen und geht wieder etwas in Richtung ihrer ursprünglichen Form zurück. Aber diese Rückverformung ist 0,9 μ gewesen. Das heißt, ein winziger Teil dessen ist nur rückverformt worden. Und somit sehen wir, dass die Uhr wasserdicht ist. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann wird ein Zertifikat erstellt. Und dieses Zertifikat sagt jetzt etwas darüber aus, wie diese Uhr getestet wurde mit allen Daten. Und mit einem solchen Zertifikat geht dann diese Uhr wieder zurück an unseren Kunden. Und der weiß, ob seine Uhr dicht ist oder nicht. Ein ganz wichtiger Aspekt, gerade jetzt im Sommer, wenn man mit den Uhren wieder viel am Wasser oder im Wasser ist.